Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Entropy Center. Wir sind hier beim Puzzle 304, haben wir letztes Mal, glaube ich, einen Versuch gemacht bei den Kollegen hier. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie wir das machen. Ich will mal was probieren und zwar so. Okay, das geht. Okay. Und dann geht's hier hoch und dann müssen wir beide Sachen hier platzieren. Okay. Tja. Komplizierte Sache, ha? Also wir müssen das irgendwie hochnehmen können. Warte, wenn wir das zurücksetzen. Wir setzen das mal zurück. Nehmen das wieder nach unten. So. Warte mal, das geht so nicht. So. Nehmen den hier mit. Packen den hier hin. Dann nehmen wir das wieder nach oben. Beziehungsweise spulen halt zurück. Zack, zack, zack. Sehr gut. So, jetzt können wir das auch zurücksetzen. Dann. Warte, das war jetzt nicht so gut. Ja. Einen mitnehmen. Nach oben packen. Ne, warte, muss man noch nicht platzieren. Zurücksetzen. So. Dann nehmen wir den hier nach oben. Lassen den hier stehen. Und dann können wir das wieder nach oben nehmen. Und dann haben wir es gelöst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 2 Minuten gebraucht. Perfekt. Time taken, 3 minutes. Ja, ja. Lass sie einfach rein. Oh, shit. Entropy Control Desk. Puzzle Area 10. Huh. Na, ich glaube, wir gucken uns jetzt mal nicht rum. Wir gehen einfach mal hoch. Macht es automatisch. Finde ich super. Dann ab ins Control Center oder was auch immer das ist. Control Deck, Entschuldigung. Guck mal, da ist sie, die Erde. Ja, was denn sonst? Der Mond. Aber was muss ich denn jetzt hier aktivieren, bitte? Ach du heilige Scheiße. Kaputt. Ja, super. Das geht nicht. Wir müssen hier durchgehen, ha? Huh? Alter Schwede. Ah, jetzt geht wieder alles kaputt. Sehr gut. Bitte wieder alles herstellen. Danke. Wohin geht denn dieses... Ah, hier. Interagieren. Okay. Erste Kabel leuchtet wieder. Ist super. Den ersten Teil haben wir gefixt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass doch bitte einfach die Erde nicht kaputt gehen, okay? Weil hier oben überleben wir nicht, weil wir haben ja kein Essen. Bisschen doof. Hier kann ich nicht durch, das ist ja super. Wie komme ich denn da durch? Das zweite Kabel ist, ja, es geht natürlich raus, das zweite Kabel. Kann ich ja mal probieren. Muss ich außen rumlaufen? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Das ist die Möglichkeit, ja. Jetzt geht natürlich wieder alles kaputt hier.
Super. Komm, fix das bitte auch wieder. Dankeschön. Ah, guck mal, das ist wenigstens gleich hier. Geht die die Tür ist gar nicht da. Lol. Schade, kann man nicht rennen oder so. Das, Ich meine, wir können das Einzige, was wir machen können, ist... Ach du Scheiße. Gemütlich durchlaufen. Mehr nicht. Dann ist ja die Rettung der Welt doch nicht so dringend. Hoffentlich klappt's. Nee. Na, wenigstens ist die Astra motivierend. Aber die Frage, also zu fragen, was mit der Erde passiert, ist dann relativ dumm. Weil du siehst es ja. Die ist am Arsch. Naja, komm, wir gehen ins vierte Stockwerk, bitte. Errungenschaft freigeschaltet. Command Center, ne? Das ist dann Kapitel 3. Ja, also ich denke, wenn man dann im letzten, Stockwerk sind, dann ist die Welt gerettet. Hallo Aria, how are you today? What's your favorite color? Thanks, Astra. I'm fine. I'm just taking a minute. So, that device can rewind Earth? Exactly. Okay. And then what? Once Earth has been rewound in time, the Entropy Center automatically sends the data to Earth, allowing them to realign their timeline to a more positive outcome. Right. Well, let's hope so. Level 4. Note, this is not level 4. This is a wall. Ja, wir sind jetzt auch noch am Arsch, oder was? Hold on. Why are you screaming? Oh, I was just copying. I thought that's what we were doing. I think I saw an opening a few floors up. Directive, try rewinding the lift. Den Lift zurückspulen. Ja, gut. Ja, das müsste ja eigentlich gehen, ne? Bis zur Öffnung. Hier ist eine Öffnung. Sehr gut. Die Frage ist jetzt halt... Wo sind wir? Wait a minute. Ja, hier sind Würfel. Ist ja schön und gut, aber... Wo muss der Würfel hin? Muss ich das mit dem Lift was zu tun? Geht's noch weiter nach oben, oder was? Aha. Ja, das ist, schön und gut, dass da ein paar Roboter sind, aber... Bringt mir ja nichts. Warte, warte, warte. Nimm mal den Würfel. Ach, shit. So. Zurückspulen abgebrochen und... We are located in puzzle areas 201 on level minus 4. This is the fastest route to the reactor. Sind wir jetzt trotzdem wieder in Ebene 4, ha? Ist ja das schön. Ah, das kann ich auch noch reparieren. Oh. Für was brauche ich das wohl? Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ich meine, es wird ja einen Grund haben, warum das Ding dort liegt, oder? Ich brauche... Ah! Warte mal. Okay.
So, nach drüben gehen. Ach, shit. Kann ich das ein bisschen weiter nach vorne? So, komm schon. Dankeschön. Dann müsste hier die Batterie oder was auch immer versteckt sein. Ist das hier? Ah, sie war einfach verkehrt rum. Okay. Dann nimm das gute Ding hier mit. Pack das da rein. Und Zeit zurückspulen. Ich nehme das mal mit. Vielleicht brauchen wir es ja. Ja, okay, nee. Ich darf es gar nicht mitnehmen. New puzzle element introduced. Springboard. Stand on springboard to launch yourself forwards. Happy jumping. Das ist doch das Springbrett, oder? Oder wo ist denn das Springbrett? Warte mal. Ah, ich muss es erstmal noch aktivieren. Okay. Oh shit. Whiplash part of the experience too? Ouch. Please fill in an injury report at the end of the exercise if you experience any personal injury. Would you like me to request a cold compress from the medical team? I don't think there's any medical team alive, Astra. But thanks for looking out for me. Would you also like me to make an appointment with a doctor about your funny shaped head? What? My head is fine. läuft das Ding hier? Ah ja, das funktioniert. Ah so, gut, dann ist ja klar, was ich machen muss. Genau, das setzen wir mal zurück. Dann nehmen wir die Kiste mit. Und hopp. Machen hier die Tür auf und dann packen wir unsere Kiste zurück. Und können rausgehen. So langsam habe ich den Dreh raus, ha? Uploading Puzzle Data. Ah. Generating Entropy Energy. 14% Charge. Das ist jetzt nicht so viel, ha? Würde ich jetzt mal behaupten. Entropy Energy. Meet Puzzle Exercise Assistant. Solve Puzzles. Generate Entropy Energy to Charge Entropy Device. Use Entropy Energy to Rewind Earth and Make a Better Tomorrow. Huh. Das ist ja der Slogan hier, huh? Make a Better Tomorrow. Na dann. Wo ist das nächste Puzzle, huh? Was ist das da? Nee, nicht someone, sondern something. Also was ist, wenn wir das hier aktivieren? Was ist denn hier drin? Oh, ich brauch, okay. Got it. Hab's rausgefunden, zurücksetzen. Das müssen wir nachher mitnehmen. So. Und hopp. Und jetzt den, also die Box, die Kiste, so, zurück. Okay. Läuft ja wie am Schnürchen heute. Puzzle Number 402. Time taken 0,967 Minuten. Uploading Puzzle Data. Generating Entropy Energy. 1% hoch. Wow. This is an Entropy Center staff announcement. Please make me remind you to never point to a handheld entropy device at yourself, others, and most importantly, other entropy devices. Thank you. Bitteschön. What happens if you do that? It can overload both devices, sometimes creating a black hole, and then death. Ah. Huh.
So, hier sind noch zwei Sachen in der Inbox. Leider wurde Ihr Antrag auf Vertragszeitverkürzung abgelehnt. Wie Sie wissen, gibt es strikte Regeln und Vorschriften dazu, wann Angestellte des Entropy Centers zur Erde zurückkehren können. Es gibt Zeiten, in denen dies leider nicht möglich ist. Ihr Vertrag läuft noch 10 Monate. Danke, dass du noch genannt hast. Ich verstehe, dass es für verwirrend sein kann, wie hier die Zeit funktioniert. Bla 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 bla. Beenden. 9 von 76 gesammelte Infos. Okay. Na dann gehen wir mal weiter. Was kann ich hier machen? Das kann ich erstmal noch reparieren. Okay. So, ich denke mal, ich muss damit sicher mal da hochgehen, oder? Genau. So, nach drüben und dann... Okay. Okay, dann pack das mal genau wieder dahin, wo es war. So. Dann packen wir das hier hin. Gehen hoch. Zack. Lassen die Sprungmatte zurückgehen. Und dann... Ach, scheiße, das da ist so wieder. Das habe ich natürlich auch wieder zurückgesetzt. Probieren wir es nochmal. Einmal. Zweimal. Dann zurück mit dem Ding. Da muss man es halt perfekt platzieren, damit es auch funktioniert. Hä? Oder muss ich es dann nachher zurücksetzen, oder was? Wait a minute. Nochmal. Guck mal, das ist schon wieder kaputt gegangen dort. Warum denn? So. Und jetzt nochmal. Ja, geht doch. Solange man die Zeit noch bei dem Sprungkissen oder so, wie man das nennen will, zurückdrehen kann, kann man nicht draufspringen. Verstehe ich das richtig? Temporarily closed. HR. Ja gut. Wenn niemand mehr hier ist, dann können wir es natürlich auch nicht mehr benutzen. Hier können wir nicht hochgehen. Das ist bedauerlich. Und hier läuft noch ein PC. Guck mal. Ich weiß, was du sagen willst, aber lass mich ausreden. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal getan. Das hat aber noch niemand herausgefunden. Als ich hierher kam, habe ich alle Gewinnzahlen im Lotto für 2002 notiert. Die Erde wurde vor ein paar Wochen in das Jahr 2001 zurückgespult. Also, ich habe meinem Vater diese Gewinnzahlen per E-Mail geschickt. Natürlich nur als zufälliger Tipp, nicht nachvollziehbar. Nun, ich habe gerade herausgefunden, dass mein Opa gewonnen hat. Er hat eine davon genutzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er das macht, aber bitte... Also, wenn du dich an irgendwelche Gewinne aus irgendeinem Jahr erinnerst, Rennen, Lotteriewetten, Fußball, dann schick sie an deine Familie. Das hast du nicht von mir. Externe Kommunikation streng überwacht wird, verboten, Genau. 11 von 76 Infos. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Puzzle. Na komm schon. Puzzle 404. Oh, das sieht interessant aus. Hier. Na, wenn es schon so interessant aussieht, würde ich sagen, machen wir das morgen. Dann ist für heute erstmal Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.